Freunde, schön, dass ihr wieder reinschaut bei uns. Wir haben heute mal ein kleines, naja, oder mittelgroßes Relief gezaubert. Und wir zeigen euch natürlich auch, wie man die Form herstellen kann. Das haben wir schon mal in einem anderen Video gemacht, was wir euch natürlich unter diesem hier verlinken, damit ihr das sehen könnt. Aber ansonsten bleibt einfach dran und wir zeigen euch mal, wie einfach sowas zu machen geht. Ich habe mal wieder von einer Freundin eine ganz tolle Form bekommen. Die hat sie mir geschenkt, weil ich die so toll fand. Das ist jetzt hier mal so ein Relief, was man sich an die Wand hängen kann. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das gibt so verschiedene Schnitzereien aus Holz. Kann man bei Action, glaube ich, kaufen. Kosten nicht viel Geld. Um die 4 Euro oder... Also ich weiß nicht, was die kosten. Die sagen jedenfalls immer alle, die sind preiswert. Gibt es in verschiedenen Größen. Zum Hinstellen, zum Hängen, zum Hinlegen oder als Paravent oder was weiß ich. Und davon hat sie so eine Form gemacht mit ganz normalem Baumarktsilikon. Also ihr seht, dass es auch mit dem normalen Baumarktsilikon funktioniert. Wenn man sich damit beschäftigt, ich bin immer noch der Meinung, ich nehme lieber das andere Silikon. Weil du bequemer bist. Weil ich bequemer bin, weil es einfacher ist. Aber es geht auch mit solchen. Ich habe auch eine andere Freundin, die macht da ganz hervorragende, umständliche, also was heißt umständlich, schwierige Formen. Aber das ist halt alles immer Übung. In diese Form kann man jetzt natürlich ganz normal Beton einrühren. Ich habe einfüllen. Ich habe mir meinen Beton eingerührt. Zwei Teile Sand, ein Teil Zement. Und wir benutzen Kies und nicht feinen Sand. Und ihr werdet sehen, dass die feinen Teile schön sich unten hinlegen. Und die groben Kiessteine, die sind immer in der Mitte. Ich weiß nicht, warum das so ist. Es passiert jedenfalls. Auf wundersame Art und Weise sind die groben Steine immer in der Mitte. Siehst du. Und da sieht man mal, dass man mit Baumarkt-Silikonen genauso schöne Sachen machen kann. Ja, man kann. Man muss halt nur üben. Das ist alles immer üben. Das funktioniert alles nicht beim ersten Mal. Außer eventuell mit dem... Gibt auch alles für das kleine Portemonnaie. Ja. Man muss das halt probieren, üben und lernen. Hier muss man jetzt natürlich rütteln und schütteln, damit sich alles gut setzen kann und in die kleinsten Ritzen auch laufen kann. Und dann braucht man es auch bloß wieder trocknen, also aushärten lassen. So, nun willst du es an eine Wand hängen, ja? Und wir wollen es ja an die Wand hängen, weil es ein schönes Relief ist für die Wand. Jetzt muss ich bloß gucken, jetzt haben wir hier solche Eingießaufhänger, nennen die Teile sich. Wer sich sowas mal hat einfallen lassen, Eingießaufhänger. Aber das ist ja nun mal die richtige Bezeichnung. Es sagt genau aus, wofür das geplant ist. Und diese Teile werden dann einfach in den Beton eingedrückt. Findet ihr bei eBay oder bei Amazon Eingießaufhänger und dann kann man die Dinger gleich, also dieses Relief später mal gleich aufhängen. Und wenn ich das jetzt diagonal aufhängen will? Ja, dann musst du die Teile anders hinmachen. Dann müssen wir, willst du diagonal hängen? Nö, das ist ja deine Idee. Wir können es auch diagonal, dann muss ich aber die... Dann brauchst du nur eins in der Spitze drin machen, das reicht denn. Nur eins in der Spitze? Mhm. Genau. Dann kannst du diagonal hängen. Ich habe gedacht, das hält vielleicht nicht, wenn es schwer ist oder so. Ey, damit immer eine Schraube und dann hält das. Und ein Dübel. Und ein Dübel. Gut, sparen wir einen Aufhänger. Mal rütteln und schütteln, damit sich das hier wieder zumacht. Boah, du nimmst Siemens Lufthaken. Siemens Lufthaken sind immer die besten. Ja. Aber damit muss man auch umgehen können. Erstmal finden. Erstmal finden. Und jetzt muss es, wie bei Beton immer, mindestens 24 Stunden aushärten. Bei so kleinen, was heißt kleinen, bei so flachen Sachen würde ich das schon ein paar Tage länger härten lassen. Je länger das härten kann, desto fester wird der Beton. Der braucht ja, wie gesagt, 28 Tage, obwohl ich das zum nicht mehr... Zum Endaushärten. Ja, 28 Tage zur Endhärtung. Am ersten Tag ist meistens der Beton schon... Fest. Hat er schon die größte Härte erreicht, aber er härtet halt noch nach. Und wenn ihr ganz sicher sein wollt, lasst es immer ein paar Tage drin. Man kann ja warten, man muss ja nicht daneben sitzen, man kann ja andere Sachen machen. Wir haben dann jetzt 24 Stunden gewartet und jetzt konnten wir die gegossene Masse, also den Beton, aus unserer Form rausmachen. Und ich finde, das sieht so edel aus. Das sieht aber auch schick aus. Das sind jetzt ganz tolle Wandreliefs, die man damit gestalten kann. Ich bin so glücklich, dass ich das geschenkt bekommen habe. Vielen, vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Das ist so edel, das Teil. Und wie man solche Formen machen kann aus diesem Baumarkt-Silikon, da verlinke ich euch am besten ein Video. Das haben wir vor 1, 2 oder 3 Jahren, glaube ich, schon mal gezeigt. Ich weiß es gar nicht mehr, wie lange das her ist. Aber wir haben das schon gezeigt. Und jetzt gestalten wir das hier noch fertig zu Ende.
um jetzt dieses tolle Muster noch ein bisschen hervorzuheben, also man sieht ja zwar die Struktur, aber wenn man da noch ein bisschen mit Farbe rangeht, dann kommt das alles noch besser zur Geltung. Und das machen wir jetzt. Wir haben ja nur mit Weiß Zement oder Beton gegossen, also aus Weißzement eine Mischung hergestellt, einen Beton gemacht. Na, umso länger das jetzt trocknet, umso weißer wird es. Desto weißer wird es natürlich. Und jetzt gehen wir da einfach mit Schwarz drüber, weil Schwarz und Weiß ist ja wirklich immer edel. Und dann hat man ein ganz tolles Relief, was man sich im Garten an die Garagenwand hängen kann oder natürlich auch im Innenbereich verwenden kann. Weil sowas sieht trotzdem auch im Innenbereich auch toll aus. Wenn ihr dann eure Platte fertig gestaltet habt, ich habe ja nur die Farbe bloß drauf gemacht, dann könnt ihr euch einen Platz suchen, wo ihr das anhängen möchtet. Ihr könnt das natürlich bei euch an die Hauswand hängen, am Eingang. Ihr könnt es an eure Garagenwände hängen oder wir haben uns jetzt einfach einen Platz gesucht im Garten. Beton kann man ja außen hinhängen. Und so kann man das am Zaun platzieren als kleine Deko. Also probiert es ruhig mal aus, solche Reliefs zu gestalten. Mit diesen Eingießaufhängern lassen die sich super aufhängen. In diesem Sinne, bleibt weiterhin neugierig, schaut wieder bei uns rein, denn wir zeigen euch, wie es gemacht wird.